Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im LS22 auf der Hofbergmann zusammen mit dem lieben Sinan und dem lieben Niklas. Hola. Und natürlich, natürlich mir, dem Robby. So, ja, wieder mal live aus dem Stream. Und heute ist großer Verkaufstag. Es ist Januar. Ich denke, 400.000 oder so. Ja, schätze ich jetzt schwierig. Mal. Wird schwierig, weil ich habe schon mal die erste Aufgabe für dich. Mir zu helfen, wo ich verkaufen soll, weil Schweinefleisch ist bei Ellas Dorfladen mehr Moment, wert. Moment. Geflügel haben wir ja nicht. Nee. Das ist Ellas Dorfladen. Ja, eigentlich Ellas Dorfladen dann, weil scharfen Ziegenfleisch, Rindfleisch. Ja, Ellas Dorfladen würde ich. Wäre halt wieder bei diesem Makais. Ja, die 120 da. Also bei Ellas Dorfladen. Ja, ja. Bei Ellas Dorfladen. Ja, Kaninchen haben wir auch noch nicht. So, und der ist wo? Ventilator ausmachen. Doch nicht der so. Ist da. Zeit für Ventilator. So, ich würde Getreide schon mal fahren. Getreide getrocknet. Zum Malzwerk. Das kriege ich hin. So. Hast du einen Hänger hingestellt? Ich? Ja. Der steht noch beim Metzger. Der schwarze? Ach so, nee, den habe ich wieder angekoppelt. Der steht quasi neben dem Kuhstall. Ach so, da hinten, ja. Niklas, Ziegenkäse wird hier nicht angenommen. Ja, was soll ich machen? Kleiner Tipp, wirf den Anhänger nicht um. Nee. Ja. Lass das Ganze zweimal machen. Ich hab heute schon Mehl geholt, das reicht mir. Ich hatte das. Weißt du, wie oft wir schon Mehl geholt haben, haben es dahinter transportiert und teilweise war sogar der ganze Anhänger komplett voll. Mhm. Ja, ihr, nicht ich. Ja, auch ich allein. Robby hat auch schon alleine gemacht. Mhm. Macht nur. Oh, die Produktionen sind. Oh, nee. Das räume ich nicht ein. Das räume ich bei der nächsten Fuhre ein. Dann müssen wir Getreide getrocknet. Starten. Hey, Leute, der Schnee kommt. Schön. Ja, ich hab's schon gesehen. Ich bin nicht begeistert. Aufträge? Nee. Gebrauchtwagen. Oh. Ja, ein Teleskoplader, das Thema hatten wir vorher schon. Ah ja, genau, stimmt. Da wollten wir auch nochmal, weil wir haben, bevor du da warst, hat Niklas und ich da mal reingeguckt. Und ich fänd's, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn wir so ein... Unbedingt. Unbedingt auf dem Hof hätten, weil ja, das ist eigentlich, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Teleskoplader kann man immer brauchen. Ja, immer. Den Kramer, weil ja, wenn der 1000 Liter Kartoffeln drinnen hat, dann sagt der Hallo. Ja, und vor allem, dann können wir auch die Big Packs anständig befüllen. Und genau, erstens das, wir haben es generell ein bisschen einfacher, wir auch mit dem Futter hin und her fahren und so, weißt du? Ja, definitiv, definitiv. Warum stehen hier Paletten? Warum liegt hier Stroh? Apropos Stroh, bevor ich das wieder vergesse, wir haben ja noch vergessen, hier Stroh reinzumachen beim Update und das würde ich jetzt einfach mal kurz nachholen. Alter, ist das wie... Geht nicht. Ach, deshalb habe ich das letzte Mal nicht gemacht, ne? Weiß nicht, wie. Okay. Weiß ich gerade nicht. Ja, ja, doch, doch. So, dann machen wir das ein anderes Mal. Ja, ich weiß, Ziegenkäse wird nicht angenommen. Mhm. Ach, das sag's jetzt mal nicht. Würde ich dir raten. Oh, sehr schön. Kommt noch ein bisschen. Vor allem die Umweltbewertung schmeckt. Ist nur ein Anhänger bisher. Das ist nur Fleisch. Ja.
Es war bisher nur ein Anhänger, aber der große. Boah, ey, aber die 68.000 Liter. Mama Leone, Hallöchen, schön, dass du da bist. Die 68.000 Liter, die ziehen ganz schön. Gut, ich habe auch fast 61 Tonnen, ne? Wenn das die Politik sind. Ah, Olli ist im Urlaub. Sag das nur so laut, beim letzten Mal war er auch da. Ja. Ja, schön, schön. Hab ich das letzte Mal schon gefragt, wo du bleibst? So, das muss zum Malzwerk. Das Malzwerk ist, glaube ich, das hier, ne? Kornmühle? Nee. Metzger? Und natürlich in die hinterste Ecke. Dann, ja. Würde ich mal sagen, einmal drehen. Ey. Ich komme fast nicht auf Geschwindigkeit, ne? Herr Niklas, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, Ziegenkäse wird hier nicht angenommen. Niklas? Ich will hier ein Förderband. Niklas? Nee. Ziegenkäse wird hier nicht angenommen. Oh. Ja, schmeckt, oder? Mhm. Kommen der BGA näher. Ja, tatsächlich nicht, weil die gehört uns nicht. Also, die kann uns nicht gehören, weil die einem anderen gehört. Ja. Bam, bam, bam. Ich finde einen neuen Spielstand. Und das ist, glaube ich, nur eine 90 Kilowatt BGA. Ja, das ist die kleine, glaube ich. Ja. Die zahlt sich nicht wirklich aus. Nee, siehst du? Wir haben hier so viel Käse, der backt im Boden, ne? Mhm. Gut möglich. So. Aber schau mal, die ersten 150.000 haben wir nicht schon. Ey, wie viel Geld habe ich denn jetzt aktuell gemacht? Hat das jemand gesehen? Ja, 150.000. Nee. Nee. Nur mit ein bisschen Fleisch hier. 125, 120, 118.000 so. Nee, wir hatten 103. Einmal 8, also ohne Umweltbonus waren es 118. Nee, nichts ohne. Er zählt mit. Ja, den habe ich nicht mehr im Kopf, tut mir leid. Ja, den habe ich nicht mehr im Kopf. Guck doch einfach. So, nee, wieso habe ich... 41.000. Ja, rechts, ich will links abkippen, so. Wo war denn Direktverkauf hier? Also jetzt, wo ich auf 40 km/h bin, muss ich wieder abbremsen. War das hier? Geht das irgendwo? Anlieferung, Produktion. Das ist ganz schlecht. Ist der hier hinten? Da. Oh, mach doch sowas nicht mit zwei Drehschemel. Echt jetzt? Sag es nicht. Wieso komme ich denn? Hab mich festgefahren. Ich sehe es leider nicht mehr, weil ich den Stream gerade ausgemacht habe. Ja, auch weiß nicht. Ich guck weg, ich habe nichts gesehen. Ey, jedes Mal, wenn das aufploppt, Ziegenkäse wird hier nicht angenommen, lässt er den Käse fallen, ne? So. Problem gelöst. Busch weg. Es ging nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts. So, Leute, haltet euch fest. Gib Monetas. Man kann nur einen abkippen. Das schmeckt.
Na, das ist gut, Mama Leone. Das passt. Erster Anhänger? Ja. Schmeckt auch. Zweiter ist auf dem Weg. Zweiter Anhänger. Da kommen wir mit deinen, was hast du gesagt? 400.000. Ja. Könnt schon hinhauen, oder? Ja. Niklas? Guck mal bei Brot. Ja. Wann da Verkaufszeit ist. Bei der Brot. Lass mich raten, Januar? Hast du Brot? Jo. Januar. Ja, dann viel Spaß beim Einladen. Ich habe mit Käse genug zu tun hier. Erstmal. Wir sind auch noch nicht fertig. Nee. Hast noch ein bisschen Zeit. Für beides. Ich hab's, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt. Ich finde das ein bisschen schade, dass das alles so ein bisschen getaktet ist. Wenn nur im Januar. Ach so, nee. Ich war. Ja, genau, stimmt. Das war, war ein richtiges Thema, was wir da angesprochen haben, gell? Dass man dann irgendwie so gewisse Stoßzeiten einfach hat. Ja, dass es ein bisschen variabler ist halt. Ja, dass man halt nach Anfrage quasi, der Nachfrage so. Oder, ja. Ja, oder so eine Anfrage wäre auch geil. Hey, ich brauche 20.000 Liter Gerste, hast du? Ja. Machst du fertig, komm Ende von Jahr. Ja, komm mit vor Transit. Genau. Nehme ich Cousin mit Schaufel. Bin da, steh vor Tür. Kennst du Ahmed von Radio Neckar? Ja. Der ist so geil. Kennst du das? Ich weiß nicht, ob das auch von ihm ist. Ja, will Rose kaufen. Wollen wir Rose kaufen? 100 Jahre Garantie. Ja. kennst du das zufällig mit dem Stromausfall? Mache Fernseher einstecken, Straße dunkel. Ja. Oh, das ist halt zu gut, ey. Ja. Und der andere am Telefon so, was? Nein, das kann nicht sein, das ist unmöglich. Und wo er dann auch die Straße da durchgeben will und sowas und der andere das einfach nicht versteht. Genau. Hat gemacht, passt nichts mehr. Genau. Einfach nur zu gut sowas. Ja. Definitiv. Lange Straße, genau. Lange Straße. Genau, die lange Straße. Und das, also als ich das damals das erste Mal gesehen habe, ich konnte nicht mehr. Ich habe mich fast bepisst vor Lachen. Ja. Aber weißt du, den kennt auch jeder. Ja. Aber das ist genauso so geil wie halt dieses ist ja zum richtigen Meme geworden, hier mit dem Auto, mit dem Türken auf der Autobahn, der Schnellstraße, was es war. Auto hat gemacht so, ich habe gemacht so, aber Unfall. Das ist halt einfach nur, das ist geil. Ich finde das generell geil, immer wenn die Türken irgendwie anfangen, irgendwie so ein Interview zu führen oder so, oder wo dann irgendwelche Gespräche aufgezeichnet werden oder so. Bin ich halt immer wieder legendär, sowas. Der gerät schweißfrei. Schweißt? Schweißfrei. Schneidet schweißfrei, so. Der Gerät ist immer pünktlich. Der Gerät ist nie müde. Natürlich, Feuchtraumbeseitigung, Muschi. Guten Tag. Wir haben nämlich auch eine Muschi. Ben kommt wieder mit Witzen. Super, super. So, was meint ihr zu Mais? Und Mais esse ich gerne, ja. Anpflanzen? Nee, verkaufen. Ja. Genau, jetzt ist auf dem Grill, mach ich auch. Mais auf dem Grill ist geil. Ja. Hafer könnte man auch verkaufen. Schmeckt aber auf dem Grill nicht so gut. Mit Kräuterbutter. Ja. Nein, Hafer. Was?
Hafer mit Kräuterbutter, super. Super. Nein, Hafer zum Frühstück, ja. Hafer auf dem Grill schmeckt nicht Hi so. Hi Ben. Hallo. Hafer, doch, das machen wir. Und zwar in die Kornmühle. Der brauchen wir nicht irgendwie Mais oder so? Für doch, Hafer brauchen wir doch. Klar, für Mehl. Hafer und Weizen. Ja gut. Aus Weizen machen wir ja das getrocknete. Aber wartet jetzt mal. Wenn wir Gerste zum Mehl machen. Wir machen ja Hafer zum Mehl. Ja, wartet jetzt mal. Ja, Chef. Weil Mehl bringt gleich viel. Wir hatten Weizen bei Mehl reingeworfen. Was, Weizen beim Mehl reingeworfen? Ich hab dich noch gefragt, Sinan. Heute. Ich stehe gerade aber trotzdem auf dem Schlauch. Was für Weizen beim Mehl reingeworfen? In der Kornmühle, ja. Mehlproduktion, hat's Weizen drin. Hab ich dich gefragt, Sinan, was ich reinmachen soll? Und ich hab gefragt von dem, was wir am meisten haben, und du ja. Kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Entweder habe ich nicht zugehört oder du hast es einfach nur nicht gesagt und gibst mir jetzt einfach die Schuld dafür. Keine Ahnung. Das war heute. Ja, egal. Aber ich würde sagen, wir machen in die Mehlproduktion, weil da haben wir jetzt sowieso genug für den Moment. Dann noch die Gerste rein und verkaufen den Hafer. Weil Gerste bringt 670, Hafer 1150. Zwar nicht viel Hafer, aber trotzdem. Ja, theoretisch können wir das so machen. Hauptsache, wir haben halt noch genug Weizen, dass wir da. Also Weizen haben wir jetzt noch 120.000 Liter drin. Wann ist denn da eigentlich verkauft? Da habe ich nämlich noch gar nicht geguckt. Weizen? Ja. Also, nee, hier getrocknete Weizen. Das habe ich vorhin verkauft. Da bin ich dran. Achso, dann habe ich dir auch wieder nicht so gehört. Ich weiß nicht, was heute los ist. Heute ist mein Nicht-Zuhörtag. Unglaublich. Sonst höre ich immer zu. Hoffe wenigstens, genau. Der Stream hört zu. Das kann ich dir nicht beantworten. Ja. Schwierig, ne? Hafer muss dann zur Getreidemühle. Aber ich denke mal schon, dass sie zuhören. Ich denke auch. Was eigentlich genau zuhören? Ich weiß auch nicht. Wo sind wir und warum? Was? Ja, warum liegt hier Stroh? Das war ein bisschen. Super. Das reicht. Das reicht. Ja. Meine Leone. Mit dabei sein ist alles. Ja. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Boah, wie war das nochmal? Wie heißt der? Weißt du mal ganz genau, wie der Name ist? Ich bin Kevin und bin der Kameramann oder so. Ah, der Bruno. Ja, genau, stimmt. Ich bin Bruno. Ich ja, bin, ich die bin drei Schweizer Kids. Ja, sau lustig, ey. Die haben, kennt ihr, also habt ihr wahrscheinlich in Deutschland auch Radio Energy. Ja. Und die machen immer Energy Stars for free. Best. Und dann verkaufen die irgendwie 50.000 Konzertkarten und machen einen Abend ein Konzert am anderen. Alles kostenlos. Lol. Und dann haben sie halt, die Moderatoren stehen dann auf der Bühne auch, moderieren, und dann haben sie, nachdem dieser Clip rauskam, haben sie das ganze Energy-Team auf die Bühne geholt und jeder so, ja, ich bin der und ich bin auch dabei und ich bin der und der und der. Und am Schluss kam der Kleine und sagt, und ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. einfach nur legendär. Ja. Bruno, ich bin der Kameramann. So gut. Jetzt muss ich das im richtigen Ort. Ja, kein Stress. Grüße. Oder was halt auch so cool war, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, war halt auch so ein Typ, der gerade so sein erstes YouTube-Video aufnehmen wollte, und dem sein Kumpel sitzt total ernst nebendran, ich bin der Manfred. Ach ja. Ich weiß nicht, wie, dass die alle so verbissen sind, so übertrieben nervös, so, weißt du, ja, was ich meine?
Wo der andere sich einfach nicht mehr eingekriegt hat vor lauter Lachen. Und tausend Versuche wieder neu. Und hat sie die ganze Zeit nicht geschissen bekommen. Bin der Manfred. Schaut jetzt mal, das waren 11.000 Liter Hafer. Wow, okay. Mhm. Also Hafer anbauen zum Verkaufen. War das nicht eigentlich... Ich sag nichts mehr, keine Ahnung. Ich blick gar nicht mehr durch. Ich auch nicht. Wir hatten, glaube ich, extra mal gesagt, gerade das große Feld, dass wir da Weizen drauf machen, das trocknen und das dann verkaufen. Das sowieso, ja. Weil das halt auch richtig ordentlich Geld gibt. Ja, aber wenn wir Hafer anbauen zum Beispiel. Weil wir können ja nicht alles nur immer Weizen zum Trocknen. Nee, können wir halt nicht. Halt, ich falsch. Können wir natürlich nicht, ja. Also zur Abwechslung da auch mal was anderes anpflanzen oder so. Ja. Man kann ja auch mal wirklich drüber sprechen, dass man irgendwann mal sagt, weil Silage gibt ja eigentlich schon relativ gut Geld. Biogasanlage. Was? Biogasanlage. Ach, wow. Glaub mir, die bringt weniger, als wenn wir Silage einfach so verkaufen. Ja, weil ja, nee, dann kann man halt wirklich mal, dann kann man halt wirklich mal hingehen und sagen, okay, gut, wir machen halt mehr wie nur Eigenbedarf oder sowas an Silage. Und wo fahre ich denn hin eigentlich? Wir bräuchten eigentlich nur eine Wiese, ne? Nein, Maissilage oder irgendwie sowas. Dass wir halt hingehen und sagen, okay, gut, wir machen halt einmal, wo wir die ganzen Felder, also dass wir schon gucken, dass die ganzen Vorräte aufgestockt sind. Und dass wir dann halt hingehen und sagen halt so, dass wir halt einmal, keine Ahnung, vor einem Jahr auf alle Felder Mais drauf machen. Und dass wir daraus halt generell komplett einmal Silage machen, dass wir uns die Gerätschaften verkaufen oder ausleihen oder so und dann einmal richtig reinballern mit Silage. Ja, oder wir kaufen einfach eine kleine Wiese und die haben wir einfach immer zum Schnieren. Weißt du, auf was ich so richtig Bock hätte? Und Käse. Wenn. So ein Stück Käse würde ich nehmen, wenn ich wieder am Hof bin, ja? Ja. Ich bring die Wurst mit. Super. Wenn Niklas dann beim Bäcker war, kann er das Brot mitnehmen, genau. Genau, und im Garten haben wir Salat, perfekt. Genau. Nee, wenn wir. Statt irgendwie so ein Glas Jaguar oder so ein als Häcksler, irgendwie so ein, weißt du, so einen kleineren, älteren Häcksler kaufen. Oder so ein Gebiss für den Traktor, oder? Nee, deshalb müssen wir einen neuen Traktor haben. Erstens das und zweitens ist die Arbeitsbreite scheiße. Okay. Weil wir brauchen. Oh, jetzt habe ich schon richtig Mitleid mit Niklas. Also jetzt nicht irgendwie im negativen Sinne, so, das hat sich gerade so traurig angehört. So, okay. Ja. Weißt du, zum Beispiel das 9 Meter Schneidwerk, da bräuchten wir einen Traktor mit 750 PS. PS? Schön betont. PS. PS. So, das war komplett getrocknetes Getreide. Das ist ja nichts. Ja, zu den beiden Anhängern von vorhin. Das ist ja nichts. Das Problem ist halt, wenn wir jetzt 1-2 Monate überspringen, wir füllen da die Getreidetrocknung nicht auf dazwischen. Ja. Das müssen wir auch machen. Soll der Papa mal zeigen, wie man richtig Geld verdient? Nur mach. Nee, noch nicht. Ja, gib mir eine Sekunde. Muss ja erstmal rückwärts reinfahren. 21 ist vorbei. So. Was hast du? Meine Dinos auf Valguero? Wieso? Und wieso? Guck auf wieso Konto. Kannst du die übernehmen? Hallo? Und ja, hi Basti übrigens. So macht man Geld. Was war das jetzt? Fleisch. Immer noch? Ja. Aber so viel Tiere hat man doch gar nicht. Nein, aber wir hatten ja beim letzten Mal aufgefüllt. Anscheinend hat er die verarbeitet, weil die tauchen hier nirgendwo mehr auf. Echt? Nee, die tauchen hier nicht auf.
Die beim Lagergebäude, also eingehende Güter, ist alles auf Null. Tatsächlich. Ja, da hat er die wahrscheinlich einfach so trotzdem verarbeitet, trotz dass die Zeit auf Null war. Ja, geil. Ja. Oder haben wir die? Nee, die haben wir noch vor dem Spulen reingemacht. Sicher? Mhm. Weil wir hatten da so einen verdammten Stress, dass wir das noch reinkriegen vor dem Spulen. Ach ja, stimmt, genau. Mhm. Ja, okay, deswegen. Ja, ja, stimmt, genau. Nee, weil da hatte ich ja auch noch gesagt, so, damit hier wieder alles voll sein, stimmt. Genau. Ja, da war was. Das schmeckt. Schmeckt. Gell? Mhm. Wie viel hatten wir? Wir hatten jetzt noch 200K, ne? Ja, mit dem Käse haben wir dann. Nee, wir hatten 103.000. Nein, wir hatten zwei. Nee, hatten wir 103? 103. Oder 200? 103. Hab's auf Video. Leute, wir haben jetzt schon fast die 400K voll. Ja. Und dann ist auch noch kein Brot verkauft oder so. Ich fahr vorne raus, warte. Ja, fahr vorne raus, ich muss da rechts. Okay, Niklas ist auf dem Weg. Oder ist jemand schon am Brot? Nee, ne? Nee. Wo man Zeit? Das Brot hin? Also, warte mal. Ziegenkäse kommt. Hier, Ziegenkäse. Dorfladen. Ellersdorfladen. Und das Brot? Ellersdorfladen, garantiert. Nee. Zur Kirche. Nein. Ja. Ey, was ist denn hier los? Was hat der hier gemacht? Der hat den kompletten Weg voll geballert mit Mehl. Nee, man kommt rein. Ich hab ein bisschen viel mitgenommen. Ich möchte es gar nicht anschauen. Nee. Das macht das unter euch aus. Niklas, du bist gekündigt. Geht nicht. Er hat keinen Arbeitsvertrag. Niklas, mach's gut. Da so. Kein Arbeitsvertrag, Kündigung. Hier einfach Entlassung. Kleiner Tipp, nimm ihm noch den Traktorschlüssel weg. So, was können wir dann noch verkaufen? Kannst du mir helfen mit dem Brot? Nee, da hast du nicht so viel. Stroh. Soll ich Stroh fahren? Kannst du? Mais können wir auch im Juli, wenn Sojabohnen und so sind. Fahr gerade mit einem Gespann rückwärts. Sonnenblume sind im März. Sorghumhirse lohnt sich fast nicht. Die Lage. Soll ich da auch noch eine Fuhre machen? Nee, komm. Behalt mal. Wenn die Tiere keinen. Boom! So macht man Geld, jawohl. Alter. Jo? So macht man Geld. Also, ich habe mir das nochmal überlegt. 454.000 haben wir jetzt. Also wie ich habe das mal mit Robby besprochen, wir würden uns doch mal auf eine Probezeit von 3 Monaten einigen. Ach, die Haarmilch ist noch, ne? Ja. Oh. Ey, das ist gar nicht so leicht. Junge, da habe ich sogar meine Probleme mit. Drehschemel als Kombi mit einem normalen Rückwärtsfahren. Mhm. Kann's geben. So, ja, aber Leute, wir sind jetzt mal durch für die erste Folge. Oh. Ich weiß. Aber wir sind jetzt schon bei 29 Minuten. Wir werden dich jetzt schon vermissen, Robby. Ja. Tschüss, Robby. Naja, okay, gut. Wir haben ja den Vorteil, wir sind ja im Livestream auch mit dabei. Also für die Leute, die auf YouTube unterwegs sind, falls ihr Modus habt, könnt ihr auch gerne mal bei Twitch vorbeischauen. Natürlich. Alles unten in der Videobeschreibung. Genau. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, wenn der Robby live geht, einfach auf den Discord kommen, weil er kriegt hier nämlich auch eine Benachrichtigung. Ja. Werbung Ende. Moment. Ja, also. Mach. Darauf habe ich gewartet. Toll gemacht. Ganz stolz auf dich. ja. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und ein Abo.
Und haut auch mal was in die Kommentare. Würde mich freuen. Niklas und Tina auch. Ja. Wow. Mal schauen. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Adios, muchachos. Ciao, ciao.